Mach die Augen zu und konzentriere dich nur auf das, was wirklich ist. Nicht deine Gedanken. Nicht dein Wunsch, voranzukommen. Sondern wirklich hier sein. Es ist genug jetzt, hier zu sein. Auch nichts tun jetzt ist viel mehr vorankommen als etwas tun. Wir wollen immer etwas tun, immer etwas regeln, immer etwas klären. Es ist alles okay mit diesen Wünschen, mit diesen Erwartungen. Aber für einen Moment ist es genug, einfach nur hier zu sein. Spüren, wie du einfach hier bist. Für einen Moment nichts besitzen. Keinen Anspruch haben auf Menschen, auf Situationen. Kein Krieg führen, kein Leid verursachen, einfach nur hier sein. Und eine Wahrnehmung entwickeln, die unendlich ist, die alles sieht. Sogar deine Feinde, sogar deine Probleme, all die Menschen als ein Teil deiner Seele zu sehen, als ein Teil der gemeinsamen Dasein zu sehen, als ob alle Menschen, sogar den Menschen, den du am meisten vermisst, nur Spiegel deiner Seele wären, Spiegel deiner Zweifel. All diese Menschen, die nicht das tun, was du gern möchtest, sind nur ein Spiegel deiner Zweifel. Du zweifelst, dass du genug bist. Und dann ein Mensch sagt dir, dass du nicht genug bist. Und du glaubst es. Oder du ärgerst dich. Du verzweifelst. Aber es ist nur ein Spiegel von etwas, was du denkst. Oder was du fühlst. Oder unbewusst in dir einen Platz übernommen hat. Ist aber nicht das, was du bist. Deine Zweifel sind nur ein Teil des Ganzen. Wenn ein Vogel frühmorgens einen Wurm fängt, das passiert, weil es passieren muss. Natürlich ist für den Wurm nicht schön, gefangen zu sein.
Und natürlich ist es für dich nicht schön, deine Zweifel wahrzunehmen. Aber sie sind dort und sie sind für irgendetwas gut. Wenn man sie sieht für das, was sie sind. Wenn du nicht dich komplett identifizierst mit dieser Würme, mit diesen Zweifeln. Wenn wir keine Zweifel hätten, wenn wir immer wussten, was genau richtig ist, dann gäbe es keine Entwicklung. So manchmal, auch wenn eine Situation oder ein Mensch uns zeigt, unsere größten Zweifel, will nicht uns wehtun. Unbewusst versucht uns nur zu helfen. Weil je mehr du deinen großen Zweifel kennst, desto mehr kannst du dir sagen, das bin ich doch gar nicht. Aber es war in mir. So, du kannst nicht Menschen besitzen, erwarten, dass sie das tun, was du möchtest. Aber du kannst wahrnehmen, wenn sie dich aufmerksam machen auf ihre Art. Und diese kann auch richtig schlimm oder gravierend sein. Aber wenn sie das tun, sie tun nur, um dir das zu zeigen, wo du, warum auch immer, blockiert warst. Wenn der Wurm gefangen ist, dann ist es weg. Wenn du siehst, was dich blockiert, dann kannst du sie loslassen. Du kannst niemanden zwingen, kontinuierlich, Tag für Tag, Jahr für Jahr, dass man dir ständig sagt, wie gut du bist, wie wertvoll du bist. Das ist eine zu große Erwartung von jedem Mensch da draußen. Aber wenn du bei dir bist, auch wenn Menschen dir eben zeigen, dass du dich gerade nicht wertvoll fühlst, wenn du trotzdem bei dir bist, dann bist du wertvoll.